Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes, fröhliches Weihnachtsfest. Schön, dass wir miteinander Gottesdienst feiern können an diesem Geburtsfest, wo Gott Mensch wird in Jesus Christus. Herzlich willkommen zur Stunde des Höchsten, dem Fernsehgottesdienst der Zieglerschen. Von der Krippe, als es so dunkel und finster war im Stall, bis zu dem, dass dieses kleine Baby dann endlich Licht wurde, Licht des Lebens, Licht für die Welt, sind es für mich nur ein paar Schritte. Aber für dieses Jesuskind damals, da war es ein weiter Weg, 30 Jahre lang, bis das Licht zu den Menschen kam und es endlich Licht wurde in den Menschen. Wir feiern heute, dass Gott in Jesus Christus das Licht des Lebens in unsere Dunkelheit hineinbringt, sodass es gilt, was Therese von Lisieux einmal gesagt hat: Gerade der schwächste Mensch darf die größte Hoffnung auf die größten Gnaden haben, weil sich Gott dem Elend der Menschen angepasst hat. Das feiern wir heute. Das hat auch unser Gast erlebt, Kazimierz Kowalczyk, der zu Gast bei uns ist. Er ist Krippenschnitzer, kommt aus Polen, hat viel Bewegendes erlebt in seinem Leben. Freuen Sie sich auf einen interessanten Menschen. Und nun lassen Sie uns miteinander feiern, im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und ich lade Sie ein, dass wir zusammen ein erstes weihnachtliches Lied singen. Fröhlich soll mein Herz springen. Ich lade Sie ein, dass wir heute am Christfest gemeinsam beten mit Worten aus Psalm 24. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr mächtig im Streit. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr Zebaoth. Er ist der König der Ehre.
sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Heiliger Gott, Vater im Himmel, der du dich uns Menschen in deiner ganzen Liebe zuwendest, wir bitten dich an diesem heutigen Tag, zeige uns den Weg nach Bethlehem, führe uns in den Stall, an die Krippe zu dem neugeborenen Christuskind. Nimm alles weg, was uns von dir trennt. Mach uns ruhig, damit wir deine Stimme hören. Öffne unsere Herzen für deine Nähe, die du uns in diesem Kind schenkst. Stärke unseren Glauben an dich durch den Gottesdienst, den wir jetzt feiern. Lass uns Menschen sein, die im Vertrauen auf dich anderen Menschen in der Liebe Jesu begegnen. Amen. Ich freue mich auf einen ganz besonderen Gast heute in der Stunde des Höchsten. Ich habe ihn kennengelernt auf dem Weihnachtsmarkt in Ravensburg. Plötzlich war er da, obwohl er schon seit vielen Jahren mit seinem schönen Stand hier auf dem Ravensburger Weihnachtsmarkt vertreten ist. Es ist Kazimierz Kowalczyk. Er kommt aus Polen und dort hat er Bildhauerei studiert in Danzig. Kurz nachdem er das Diplom bekommen hat, hat ihn allerdings ein schwerer Schicksalsschlag ereilt. Ich freue mich, mit ihm heute darüber zu reden. Herzlich willkommen in der Stunde des Höchsten, Kazimierz Kowalczyk. Danke. Was war das denn, das Ihr Leben 1988 so durcheinander brachte? Etwas Einschneidendes will heißen, dass ich mein Studium beendet habe und zurück nach Süden wollte, wo ich geboren bin. In die Berge der Tatra-Region, genauer gesagt nach Rabewiżne. Dort passierte ein großer Autounfall. Ich habe neben dem Fahrer geschlafen, als dieser ebenfalls einschlief, und plötzlich geschah ein gewaltiger Crash. Der Wagen knallte in ein nebenstehendes Auto und der Fahrer flog aus dem Wagen. Ich selbst wurde in der Fahrerkabine eingeklemmt. Und es schien, dass mein irdisches Leben zu Ende ging. Es sah so aus, als ob Sie dann nicht mehr weiterarbeiten konnten und das kurz nach dem erfolgreichen Abschluss des Studiums. Was geht einem da durch den Kopf? Es war ein langer Prozess der Behandlung. Ich hatte sehr viel Zeit, um zu überlegen. Der Heilungsprozess war lang.
Ich hatte sehr viel Zeit, um über meine Vergangenheit und Zukunft nachzudenken, über das Leben generell. Gott hat es so glücklich gefügt, dass ich die Möglichkeit hatte, in Leverkusen ein halbes Jahr im Krankenhaus zu sein, und durch die Hilfe der Ärzte konnte meine Gesundheit wiederhergestellt werden. Auch in dieser Phase hatte ich viel Zeit. Ich hatte meine Bibel dabei und so begann ich darin zu lesen. Und ich habe darin etwas entdeckt, das ich vorher im Leben nicht kannte. Ich sehnte mich danach, dass es nicht nur eine Geschichte aus einem Buch ist, sondern dass etwas in meinem Leben geschieht und so die Bibel für mich persönlich real wird. Zu diesem Zeitpunkt rief ich zu Gott: Gott, wenn es dich gibt, gib mir ein Zeichen, dass ich sicher sein kann, dass ich nicht allein durchs Leben gehe, dass ich nicht allein bin. Ich schlage mich hier mit meinen Problemen herum, mit meiner Vergangenheit. Gibt es da jemanden, der das von außen sieht, der weiß, warum das alles geschieht und der ebenfalls die Lösung all der Probleme hat? Sie erzählen, dass Sie während Ihrer Krankheitszeit zu Christus gefunden haben. Warum und weshalb ausgerechnet zum Glauben gefunden? Sie hätten sich doch auch mit anderen Dingen beschäftigen können. Zu Studienzeiten habe ich versucht, mit meiner Kunst auf das zu antworten, was ich um mich herum sah, was ich in der Geschichte sah. Auch ich habe bis zum Schluss keine schlüssige Antwort gefunden, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Und ehrlich gesagt, habe ich auch für die Zukunft keine Antworten gehabt, auf die ich mich hätte stützen können. Erst aus Angst habe ich meine Bibel mit nach Deutschland genommen. Ich weiß gar nicht so genau, warum eigentlich. Aber es stellte sich heraus, dass ich hier geheilt werden konnte und dass sich Ärzte und andere Menschen um mich kümmerten, die mich vorher überhaupt nicht gekannt haben. Das alles hat mich tief berührt. Und da ich viel Zeit hatte und viel sehen konnte, was im Krankenhaus ablief, da fiel mir auf, dass es nicht nur mein Einzelschicksal dort gab. Ich sah viele Tragödien und den Kampf um Leben und Tod. Und in meiner Bibel fing ich an, Antworten zu finden, welche ich bis dahin in meinem Leben in keinster Weise gefunden hatte. Nach meinen Rufen zu Gott, dass er mir ein Zeichen geben soll, wusste ich nun, dass es jemanden gibt, der imstande ist, auf alle Fragen zu antworten, welche ich in meinem Leben habe und die mich quälen und berühren, die für mich essentiell sind. Dass es jemanden gibt, der mir darauf antworten kann. Deshalb begann ich, mich in die Bibel zu vertiefen, zu fragen und Antworten in der Bibel zu suchen. Das neue, geschenkte Leben, jetzt mit Christus im Herzen, hat auch Ihre Arbeit beeinflusst. Sie machen wunderschöne biblische Figuren, nur noch biblische Figuren. Wieso? Weshalb? Mit der Kunst ist es so, dass ich schon zu Studienzeiten begriff, dass wir eigentlich keinen großen Einfluss haben mit dem, was wir kreieren, wie wir es erschaffen und was wir damit den Leuten sagen wollen. Dass es die Leute nicht bis zum Schluss berührt, sie nicht verändert. Ich sah sozusagen die Selbstgefälligkeit all dessen, was ich tat, und in irgendeiner Art und Weise vergaß ich es, damit ich weiterschaffen und mich damit ausdrücken kann. Im Wort Gottes habe ich jedoch eine Möglichkeit gesehen, um für mich eine Lösung zu finden und anderen diese Lösung zu zeigen. Deshalb diese Aufmachung der Figuren, die an sich nur symbolische Erscheinungen sind. Symbolische Objekte, die auf Gottes Wort hinweisen sollen. Bei jeder Figur gibt es ein Fragment aus der Bibel, welches eine wichtige Information beinhaltet, die wir von Gott erhalten haben, um unser Leben im Licht leben zu können. Wenn Sie hier arbeiten mit dem Material und solche wunderschönen Figuren erschaffen, was geht Ihnen durch den Kopf? Es ist ja fast so, wie wenn der Schöpfer ein neues Geschöpf schafft.
Wir können einzig wiedergeben oder davon zehren, was wir von ihm empfangen haben. Gott hat uns in einer Weise mit Kreativität ausgestattet, einer inneren Expression, um sie äußerlich zum Ausdruck zu bringen. Ich weiß, es ist nur ein Ausdruck, welcher einer inneren Sprache gleichkommt, die wir nach außen lenken, ob es in Holz ist oder mit Hilfe anderer Materialien. Und es ist gut, es so zu tun, nicht nur mit meinen Worten, sondern auch plastisch, in einer äußeren Art und Weise zu kommunizieren. Sagen Sie uns zum Schluss noch, warum sehen Ihre Figuren so aus, wie sie aussehen, mit sehr großen Köpfen, sehr großen Augen, sehr großen Händen? Das sind nur Merkmale, gewisse symbolische Abbildungen des Menschen. Das sind keine Formen, die ihn abbilden, auf keinen Fall. Wichtig sind Kopf, Füße und Hände, da diese das Wichtigste über den Menschen sagen. Ich habe mich bemüht, über sie zu sprechen und den Rest lediglich anzudeuten. Ich möchte gern noch etwas zeigen, da ich denke, dass Worte hier nicht ausreichen. Deshalb benutze ich diese Figuren aus Holz, welche mehr erzählen. Das ist das Evangelium, die Geschichte, die wir von Jesus gehört haben, vom Wiederkommen des verlorenen Sohnes, welcher vom Vater empfangen wurde in außergewöhnlicher Form. Das ist die frohe Botschaft, die ich für mein Leben gehört habe. Und ich habe Freude, dass ich mit diesen Figuren den Menschen sagen kann, dass es einen Vater gibt, der uns liebt, der für uns Geschenke hat, die wir nicht verdient haben, so wie in der Geschichte vom verlorenen Sohn. Deshalb mache ich das, deshalb diese Köpfe und großen Hände, weil sie von den wichtigsten Dingen sprechen, die wir annehmen und anderen weitergeben können. Da brauchen wir heute gar keine Predigt mehr im Gottesdienst. Das war schon Predigt, das ist das Evangelium. Ich sage Ihnen ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen für alles Weitere, was in Ihrem Leben kommt, auch danke. Für Ihre Familie. Dankeschön. Wenn Sie Fragen haben zu unserem heutigen Gast, schreiben Sie uns, wir leiten Ihre Fragen gerne weiter. To jest moja opowieść w Ravensburgu. Wspaniała opowieść, do której... Hier auf dem Weihnachtsmarkt in Ravensburg möchte ich von diesen großen geschnitzten Figuren erzählen. Es handelt sich um die wichtigste Geschichte, welche sich vor langer Zeit ereignet hat und dennoch hochaktuell ist. Für die meisten Menschen ist klar, dass es um die biblische Geschichte von der Geburt des Messias geht. Das ist die wichtigste Nachricht für die Menschen, die sich zu Gott bekehrten. Früher für die, die dieses Ereignis erwarteten. Für uns, die wir nach diesem Ereignis geboren sind, ist es die wichtigste Sache, dass es im Leben jedes Einzelnen einen Tag gibt, an dem wir entdecken, dass der Messias, der Retter, geboren ist, der unser innerer Erneuerer, unser Erretter sein kann. Und diese Nachricht verkünden diese drei Figuren aus dem Lukas-Evangelium. Heute ist der Tag, an dem Christus, der Messias, geboren wurde, in der Stadt Davids, wo der König geboren werden sollte. Der König, welcher Freiheit für Israel und für jeden von uns bringt. Da sind die Weisen aus dem Morgenland, welche Gaben bringen, und es gibt den guten Hirten. Sie alle wollen uns sagen, dass diese Geschichte von damals heute zu unserer persönlichen Erfahrung werden kann. Jedes Jahr, wenn ich hier in Ravensburg bin, entsteht eine neue Krippenfigur. So habe ich in den vergangenen Jahren jeweils einen von den Weisen geschnitzt. Jeder von ihnen war nur ein Holzklotz, aus dem ich nach und nach eine Figur herausgearbeitet habe. Eine Figur zu schnitzen dauert ungefähr ein Jahr, so wie auch ihre Reise nach Bethlehem. To trwało w czasie, tak jak ich podróż do Bethlehem. Auch gibt es den guten Hirten, der hier mit einer Herde Schafe durchkommt
und auf dem Arm das verlorene Schaf trägt. Der Hirte ist eine Figur, welche prophetisch einen wichtigen Aspekt des Messias zeigt, dass er derjenige sein wird, der sich um die verlorenen Schafe kümmert. Er wird sie in der ganzen Welt suchen, in den Gassen suchen, um sie zu umarmen und um sie an sich zu drücken. Das ist eine wichtige Botschaft für uns alle. Anioł, który objawił to wcześniej pasterzom. Hier ist auch der Engel, der die Nachricht den Hirten vorher kundgetan hat, dass der Messias in der Stadt Davids geboren wurde. Das ist solch eine wichtige Botschaft, die wir in der Bibel finden können und die auch ich gefunden habe und die mein ganzes Leben verändert hat. Papa, kann ich dich mal was fragen? Sagt der kleine Sohn. Natürlich darfst du mich was fragen. Was willst du denn wissen? Papa, ich möchte gern wissen, wie viel Geld verdienst du eigentlich in einer Stunde? Nun, ich denke, solche Dinge haben dich noch nicht zu interessieren. Warum fragst du sowas? Ich möchte es einfach nur wissen. Bitte, bitte sag mir, wie viel du in einer Stunde verdienst. Na gut, wenn du es unbedingt wissen möchtest, ich verdiene 50 Euro in der Stunde. Oh, der Kleine senkt den Kopf. Papa, Papa, kannst du mir vielleicht 25 Euro ausleihen? So, so, deshalb fragst du also, du willst, dass ich dir Geld gebe und dann wirst du dir damit irgendein dämliches Spielzeug oder anderen Blödsinn kaufen. So nicht, mein Freund. Marschier in dein Zimmer und dann ab ins Bett. Menschenskinder, du solltest mal darüber nachdenken, wie egoistisch du eigentlich bist. Ich arbeite jeden Tag extrem hart und muss mir dann abends solche dummen Fragen von dir anhören. Der kleine Junge geht still und leise in sein Zimmer und schließt die Tür. Der Vater setzt sich erstmal hin, wird umso wütender, je länger er über die Frage des Jungen nachdenkt. Wie durchtrieben mein Sohn nur ist, stellt mir solche Fragen, nur um an Geld zu kommen. Über eine Stunde vergeht, bis der Vater sich beruhigt hat und dann fängt er an nachzudenken. Vielleicht gibt es ja doch irgendetwas, das mein Sohn dringend braucht. Er fragt ja eigentlich sehr selten nach Geld. Eigentlich hat er noch nie gefragt. Vielleicht braucht er diese 25 Euro ja doch ganz dringend für irgendwas. Vielleicht habe ich ihm Unrecht getan. Der Vater geht zum Zimmer des kleinen Jungen, öffnet die Tür und betritt das Zimmer. Schläfst du schon, Sohnemann? Nein, Papa, ich bin noch wach. Schau mal, ich habe noch mal über alles nachgedacht. Vielleicht war ich tatsächlich ein bisschen zu streng zu dir. Es war ein sehr langer Tag. Eine Menge hat sich angestaut und du hast jetzt alles abbekommen. Hier sind die 25 Euro, um die du mich gebeten hast. Es tut mir sehr, sehr leid. Der kleine Junge lächelt. Danke, Papa. Der kleine Junge greift unter sein Kopfkissen und holt ein paar zerknitterte Euroscheine hervor. Der Vater sieht, dass der Junge unter seinen Kissen bereits Geld gebunkert hat und er wird sehr wütend. Langsam und ruhig beginnt der kleine Junge das Geld zu zählen. 20, 25, 30, 50. Dann schaut er seinen Papa an. Warum fragst du nach Geld, wenn du schon welches hast? Papa, weil ich noch nicht genug hatte. Aber weißt du, jetzt reicht es. Papa, jetzt habe ich endlich 50 Euro zusammen.
Darf ich hierfür eine Stunde deiner Zeit kaufen? Bitte, bitte komm doch morgen etwas früher von der Arbeit nach Hause. Ich möchte so gerne mit dir zusammen spielen und dann gemeinsam essen. Wir feiern Weihnachten. Was feiern wir an Weihnachten? Feiern wir, dass wir irgendetwas bezahlen können, um Gott etwas abzugewinnen, um ihm Aufmerksamkeit, um ihm Liebe abzugewinnen? Ich persönlich habe den Eindruck, dass dieses Verhalten dieses kleinen Jungen uns alle angeht, weil es in uns allen drin ist. Wir alle haben ständig von klein auf an das Gefühl, wir müssen kämpfen um das, was uns zusteht. Wir müssen uns bemerkbar machen. Bitte, Papa, eine Stunde von deiner wertvollen Zeit. Ich brauche das. Ich habe das Gefühl, zu kurz zu kommen. Ein Gefühl, dass wir nicht loswerden. Und niemand von uns möchte benachteiligt werden. Wir vergleichen uns oft mit anderen. Was die haben, brauche ich auch. Und das will ich unbedingt. Was genau feiern wir an Weihnachten? Jesus kommt auf die Welt und zeigt uns, wie Gott im Himmel wirklich ist. Er sagt zu uns, dass er unser Vater im Himmel ist. Aber ganz anders als der Vater in der Geschichte. Wir müssen ihm nichts abbringen. Wir müssen nichts zusammensparen, um ihm etwas abzugewinnen. Was lesen wir denn in Römer 8, Vers 32, diesem wunderbaren Paulusbrief, der seinen einzigen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben? Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Es geht um Geschenke. Wir müssen uns nichts aus den Rippen schneiden, wir müssen Gott nichts bringen, dass er sich uns zuwendet und dass sich vielleicht endlich unser Gefühl, zu kurz zu kommen, beruhigt. Nein, er schenkt uns etwas. Was schenkt er uns? In seinem Sohn, den er für uns alle dahin gegeben hat, von der Krippe bis zum Kreuz, mit ihm schenkt er uns alles. Genau deshalb beschenken wir uns auch an Weihnachten, machen uns gegenseitig Geschenke um dieses großartige Ereignis, dass Gott uns alles schenkt, nachzuspüren, dem nachzufühlen, dem nachzugehen, wie das ist, wenn man etwas geschenkt bekommt. Mit Jesus will er uns alles schenken, alles von seiner Aufmerksamkeit, alles von seiner Zuwendung, alles von seiner Menschenfreundlichkeit. Denken wir an das, wie Jesus die Menschen beschenkt hat. Zöllner, Sünder, Ausgegrenzte, Abgeschriebene, abgestempelte Menschen. Er hat sie besucht, er hat sie aufgesucht, er hat sie heimgesucht. Er hat ihnen Geborgenheit geschenkt. Er hat ihnen Aufmerksamkeit geschenkt, Wertschätzung. Denken wir an die Ehebrecherin, die von allen gesteinigt worden wäre. Mundtot, aber auch wirklich tot gesteinigt worden wäre. Jesus hebt sie empor, schenkt ihr neue Würde, schenkt ihr neue Aufmerksamkeit, eine Liebe, eine Zuwendung, die sie noch nie in ihrem Leben erfahren hat. Nehmen wir einen Lazarus, dem Gott durch Jesus neues Leben schenkt, den er aus dem Tod auferweckt. Wie oft sind wir schon gestorben? Wie oft will Gott uns in Jesus neues Leben schenken, das von vorne beginnt? Nein, wir können Gott nichts abringen, dadurch, dass wir etwas zusammensparen, dadurch, dass wir uns bemühen, dadurch, dass wir uns anstrengen, dadurch, dass wir besonders leiden. Wir können Gott nichts abringen, denn an Weihnachten macht er deutlich, er hat uns alles geschenkt, alles. In Jesus Christus. Und er will uns immer und immer wieder mit dieser großartigen Liebe beschenken. Das war es auch, was Martin Luther entdeckt hat. Einen gnädigen Gott kann man sich nicht für ein paar Groschen kaufen. Die Zuwendung Gottes kann man nicht durch Geld fördern. Nein, wir sind es Gott wert, dass er sich von sich aus uns zuwendet. Das ist Liebe. Geschenkte Liebe. Übrigens, es gibt
einem Namen Gottes, der im Alten Testament auftaucht, Yahweh Jireh, heißt so viel wie Gottes Versorgung an dir wird sichtbar. Gott kümmert sich um dich, Gott liebt dich. Und diese Liebe ist umsonst. So ist die Liebe des Vaters im Himmel, der uns von Jesus gezeigt wird. Eine Liebesgeschichte möchte ich Ihnen zum Schluss noch erzählen, die mich sehr beeindruckt hat. Vor einiger Zeit bestrafte ein Vater seine 5 Jahre alte Tochter für das Vergeuden einer Rolle von kostspieligem Goldverpackungspapier. Geld war knapp und er wurde wütend, als das Kind das ganze Goldpapier verbraucht hatte, um eine Schachtel zu verzieren. Dennoch brachte das kleine Mädchen am folgenden Morgen die Geschenkschachtel ihrem Vater und sagte: "Das ist für dich, Papa." Der Vater war verlegen, weil er am Vortag so überreagiert hatte. Er öffnete die Geschenkschachtel und wurde wieder sehr zornig, als er sah, dass diese ja leer war. Wütend sagte er zu ihr: "Weißt du nicht, junge Dame, dass, wenn man jemandem ein Geschenk gibt, auch etwas in der Verpackung sein soll?" Das kleine Mädchen betrachtete ihn mit Tränen in den Augen und sagte: "Aber Papa, sie ist doch gar nicht leer. Ich habe so viele Küsse hineingegeben, bis sie ganz voll war." Da fing der Papa an zu weinen. Weihnachten heißt, Gott schenkt uns eine ganze Kiste voll von Liebesgrüßen, voll von Liebeszeichen, von Liebesbeweisen, weil er sich, Yahweh Jireh, um uns sorgen möchte, weil wir nicht das Gefühl haben müssen, zu kurz zu kommen oder etwas Besonderes leisten zu müssen, um von ihm geliebt zu werden. Das bedeutet Weihnachten. Mit Jesus schenkt uns Gott alles, weil er uns liebt. Deshalb in diesem Sinne frohe Weihnachten. Amen. Liebe, Liebe ohne Ende, grenzenlose Liebe, die uns Menschen, Kindern gnädig und barmherzig neue Würde gibt. Liebe, Liebe ohne Ende, grenzenlose Liebe, endlich geliebt. Liebe, die schon liebt, wo nichts liebenswert erscheint. Liebe, die es ehrlich und berechnend mit uns meint. Liebe, die verschenkt aus lauter Freundlichkeit. Diese Liebe bleibt, diese Liebe. Gerade in der Weihnachtszeit stapeln sich bei manchen Menschen die Probleme. Sie haben gar keine Hoffnung mehr, wie sie das alles schaffen sollen. Schreiben Sie uns Ihre Gebetsanliegen. Teilen Sie sich mit. Wir nehmen uns gerne Zeit, um für Sie zu beten. Und dann beten wir auch, dass Sie Überraschungen erleben aus heiterem Himmel, wie sich Gott um Sie kümmert. Lasst uns füreinander und miteinander beten. Herr, nun haben wir es wieder gehört. Du bist zu uns gekommen in unsere Welt.
Du bist uns entgegengekommen, damit wir Platz haben in deiner neuen Welt. Zu jedem von uns kommst du, weil jeder von uns in deinen Augen von unendlichem Wert ist. Danke dafür. Das stärkt uns und macht uns froh. Weil du es mit uns zu tun haben willst, darum bitten wir dich, lass es hell werden in unserer dunklen Welt. Gib du allen Hoffnung, die ihre Hoffnung verloren haben. Schenke denen neuen Mut, die neuen Mut brauchen. Wecke uns auf, wo wir träge und gleichgültig gegenüber der Not der anderen geworden sind. Stärke uns mit deiner Kraft. Erfülle uns mit deiner Liebe. In Jesu Namen. Amen. Und wir wollen gemeinsam weiterbeten mit den Worten, die uns Jesus Christus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun gehen Sie als die von Gott Geliebten und Gesegneten. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden. So segne euch Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich freue mich, dass Sie mit uns diesen Gottesdienst gefeiert haben und das große Fest der Liebe und des Friedens. Ich habe zum Schluss noch folgende Informationen für Sie. Das Lied, das Sie vorhin nach der Predigt gehört haben über die Liebe, das möchten wir Ihnen gerne schenken. Heute an diesem Weihnachtsfest, in diesen Weihnachtstagen als musikalischer Begleiter durch die Zeit, melden Sie sich bei uns, wenn wir Ihnen diese CD-Card mit kleiner Mini-CD und Noten zuschicken dürfen. Sie können sich damit selber einen kleinen Gefallen tun oder einem anderen Menschen eine kleine Freude bereiten. Ganz herzlichen Dank für all Ihre Unterstützung in diesem Jahr von unserer Fernsehgottesdienstarbeit. Wir schaffen das nur mit Ihrer Hilfe. Danke, wenn Sie uns in diesen Weihnachtstagen mit einer besonderen Weihnachtsgabe bedenken. Alles hilft uns, um diese Arbeit auch im neuen Jahr wieder fröhlich tun zu können. Wenn Sie den Gottesdienst noch einmal anschauen wollen, bestellen Sie sich kostenlos die DVD vom heutigen Gottesdienst. Wir schenken Ihnen gerne eine. Auch zwei, damit Sie diese an andere Menschen weiter verschenken können. Und jetzt wünsche ich und das ganze SDH-Team Ihnen gesegnete Weihnachtstage. Feiern Sie und lassen Sie es sich gut gehen. Gott segne Sie. Auf Wiedersehen.